Jo Leute, herzlich willkommen hier zur dritten von 7 One Piece Theorien in dieser Woche und heute geht es um Sanjis wahre Vergangenheit bzw. seine wirkliche Vergangenheit. Denn ich denke, dass seine Vergangenheit bzw. die wichtigen Aspekte in seiner Vergangenheit schon deutlich früher begannen, das heißt schon vor dem Treffen mit Jeff, vor dem Überfall bzw. vor seiner Geschichte beim Barité, also da als Koch. Ich denke, dass seine Geschichte schon viel, viel früher begann und da schon die wichtigen Aspekte passiert sind. Und zwar hat jeder der Strohhüte einen in sein Leben verloren, also mindestens einen in sein Leben verloren, in seiner Kindheit, in seiner Vergangenheit, die besonders wichtige Bezugspersonen waren. Zum Beispiel hat Brook seine ganze Crew verloren, Robin hat durch den Buster Call auch extrem viele Menschen verloren, die ihr besonders nahe standen, Nami hat ihre Mutter verloren, Ruffy sein Bruder und so weiter. So hat jeder halt jemanden verloren, der ihm besonders nahe stande, die einfach eine wichtige Bezugsperson für den jeweiligen Charakter der Strohhüte waren. Und da muss man einfach sagen, dass Sanji der einzige Charakter ist, der keine wichtige Bezugsperson in seiner Vergangenheit verloren hat. Das heißt, dass Sanji somit auch der einzige Charakter ist, der keinen Tod in der Vergangenheit hatte und somit auch keinen essentiell wichtigen Charakter sterben lassen hat, beziehungsweise keinen Charakter quasi sterben sehen lassen hat, zurückgelassen hat, was halt die Charakter schon in gewisser Weise sehr, sehr gebildet hat. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Robin zurückdenkt, die ihre Mutter verloren hat und so, oder auch Sauron verloren hat, hat sie das einfach enorm geprägt, genauso wie bei Chopper und so. Deswegen muss man sagen, dass Sanjis Charakterbildung wahrscheinlich schon viel, viel früher begonnen hat, als er in der Vergangenheit jemanden verloren hat. Ich möchte jetzt darauf eingehen, wer das ist und aus welchem Grund diese Person gestorben sein könnte. Und zwar gehe ich davon aus, dass Sanjis Vergangenheit schon deutlich früher begann bei einer sehr, sehr reichen Familie. Es gibt ja diese ganzen Theorien um dieses Only Life und ich möchte gar nicht darauf eingehen, ob das jetzt die fünf Weisen sind oder irgendwer, wo das Elternteil halt zu finden ist. Ich möchte nur darauf verweisen, dass es wahrscheinlich sehr, sehr reiche Eltern sind. Heißt also, dass quasi Sanjis Eltern einen sehr, sehr noblen Status hatten. Das heißt, sie haben niemals gekocht, niemals die Küche gesehen, in den übertragenen Sinne natürlich, und wussten auch nie, was in der Küche abging. Sie haben sich quasi bekochen lassen und dementsprechend war nie die Rede davon, dass irgendjemand von denen kocht. Das stand einfach nicht zur Debatte, wenn man davon ausgeht, dass Sanjis Eltern enorm reich sind. Logischerweise muss das Kind dann auch nicht kochen, also Sanji. Dementsprechend hatte Sanji auch nie Ahnung von der Küche. Gehen wir nun davon aus, dass sich Sanji allerdings schon immer für diesen Bereich interessiert hat. Das heißt, er ist immer mal wieder in die Küche des Hauses gegangen, hat sich dort mit den Köchen abgegeben und hat halt immer geschaut, wie das Ganze abläuft, was es für Tricks gibt, wie man halt für eine reiche Familie kocht. Das heißt, dass auch diese Köche relativ gut gewesen sein müssen, weswegen auch Sanji schon im jungen Alter auf dem Passagierschiff als Koch arbeiten konnte, was das Ganze dann auch nochmal erklärt. Und zwar gehe ich jetzt davon aus, dass Sanji halt immer wieder in der Küche war und sich dort quasi Techniken angeeignet hat, vielleicht sogar auch immer wieder mal selbst gekocht und dass Sanjis Familie nach einer Zeit gar nicht mehr gefiel, weil es ist einfach untypisch, dass man sich das Essen selbst zubereitet. Das passiert niemals in einer damaligen Zeit, wo die Leute reich waren. Sowas ist einfach nicht vorgekommen, weswegen die Eltern wahrscheinlich auch extrem sauer auf Sanji waren und dementsprechend ihm das Interesse an den Kochen halt immer wieder entlocken wollten. Das heißt, sie haben einfach versucht, ihn davon abzuhalten, dass er regelmäßig kocht. Sanji will natürlich auch seinen Traum weiterverfolgen. Er hat dann wahrscheinlich das Kochen für seinen absoluten Traum entdeckt, beziehungsweise für sein absolutes Lieblingshobby, weswegen er wahrscheinlich trotz mehrerer Widerstände mit seinen Eltern immer wieder in die Küche gegangen ist, womit sich das Fass halt so langsam gefüllt hat. Und ich denke, dass dann eine gewisse Situation entstanden ist, die das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Denn man muss einfach sagen, dass natürlich Sanji dieses Hobby dann hat und die Eltern dann dagegen halten und es immer wieder zu Konversationen kommt, die halt nicht sehr typisch für Sanji sind. Das heißt, er wird angeschrien, er wird vielleicht sogar geschlagen und somit war seine Kindheit in dem Moment schon geprägt. Und das heißt, dass dann dieses bestimmte Ereignis Sanji dazu gebracht hat, abzuhauen, den Ort zu verlassen, an dem seine Eltern leben und halt seinen Traum nachzugehen, das heißt dem Kochen. Welche Situation kann das gewesen sein? Es kann natürlich sein, dass einfach so jemand in der Familie gestorben ist, der kurz vorher gesagt hat, mach einfach das, was dir Spaß macht und verfolge deinen Traum. Was vielleicht ein Grund dafür ist, dass Sanji dann das Haus verlassen hat, weil das andere Elternteil trotzdem dagegen war. Eine weitere Möglichkeit ist, dass sich zum Beispiel der Vater gegen Sanji auflehnt, die Mutter ihn quasi in Schutz nimmt und der Vater, weil er betrunken ist oder was auch immer, dann die Mutter im Affekt getötet hat, was auch sehr, sehr dramatisch wäre, was natürlich auch Sanji enorm prägen würde, was vielleicht aus dem Bezug zu Frauen erklären würde und den ganzen Kram, deswegen das auch noch sehr gut passt und dementsprechend könnte diese Situation das Fass zum Überlaufen gebracht haben, denn Sanji hat auch einige Merkmale, die darauf hindeuten, dass er quasi das macht, was eigentlich arme Menschen machen und Reiche niemals. So konnten wir sehen, wie er beim Kochen niemals etwas verschwendet. Er verschwendet niemals etwas beim Kochen. Keine Gedärme, keine Knochen oder so. Das wird alles verarbeitet bzw. zu Dekorationszwecken benutzt und so kann man alles halt beim Kochen noch benutzen und das versucht er auch anderen Leuten immer beizubringen bzw. das auch nach außen zu tragen. Das heißt also, dass sich einer der Elternteile gegen ihn aufgelehnt hat und das andere Elternteil vermutlich gestorben ist, was auch einen Todesfall mit sich bringen würde. Das heißt, dass Sanji auch einen Todesfall in der Familie hatte bzw. mit einer nahestehenden Person, womit er auch einen Toten in der Familie hätte,
was halt alle Strohhüte mit sich teilen. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass das dann passt. Wie die Situation dann genau war, möchte ich jetzt hier nicht näher beleuchten. Wie gesagt, es ist halt nur eine Theorie. Also gehen wir nun davon aus, dass Sanji halt quasi seinen Traum weiterverfolgen möchte als Koch. Seine Mutter oder wer auch immer seiner nahestehenden Person, vielleicht auch der Koch, mit dem er sich gut verstanden hat oder wer auch immer, gestorben ist. Dementsprechend haut nun Sanji von zu Hause ab und sucht sich eine Gelegenheit von seinen reichen Eltern, die natürlich nach ihm suchen, fern zu bleiben. Das heißt, er möchte von ihnen weg quasi und er möchte auch nicht so leicht gefunden werden. Und die beste Möglichkeit dazu ist es natürlich, auf ein Schiff zu gehen, was natürlich immer in Bewegung ist. Dementsprechend landete Sanji auch im jungen Alter auf einem Passagierschiff, wo wir ja wissen, wo Sanjis Vergangenheit anfängt. Denn er da arbeitete er auf diesem Passagierschiff als Koch und da muss man einfach sagen, dass er da schon relativ gute Kochkünste gehabt haben muss in dem jungen Alter. Dementsprechend war er von seinen Eltern weg, die nach ihm suchen oder nach seinem Vater oder wer auch immer, der nach ihm sucht. Und Sanji war halt auf dem Schiff, konnte seinen Traum leben und war dementsprechend da halt in seiner Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt da, bis halt Jeff kam. Denn wir wussten ja, dass Jeff quasi damals noch als Pirat das Ganze dann überfallen hat und so quasi das Kennenlernen war, beziehungsweise das Treffen zwischen Sanji und Jeff, wo die Vergangenheit beginnt, die wir kennen. Heißt also, dass seine Vergangenheit quasi bis zu diesem Zeitpunkt schon Jeff quasi noch mit reinspielt, sodass wir quasi noch ein, zwei Monate mit dazu bekommen im Laufe der Zeit. Denn dieses Only Life weist wahrscheinlich darauf hin, dass die Eltern aufgrund des Steckbriefes nun erkannt haben, dass es ihr Sohn ist oder wer auch immer, je nachdem wer halt die Bezugsperson von Sanji im damaligen Zeitalter war. Und da muss man sagen, dass diese jetzt mit diesem Only Life quasi nach seinem Sohn sucht, der Pirat ist. Und dementsprechend würde ich denken, dass diese Theorie an sich gar nicht so unwahrscheinlich ist. Muss allerdings auch gestehen, dass es viele Aspekte gibt, die noch ein bisschen unklar sind. Heißt also, dass Sanji auch einen ganz anderen Grund gehabt haben kann. Ich denke aber, es steht auf jeden Fall fest, dass seine Vergangenheit deutlich früher anfängt. Das heißt, dass wir einige Abschnitte seiner Vergangenheit definitiv noch nicht gesehen haben. Das so im Grundlegenden zur Theorie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am Ende möchte ich nochmal darauf verweisen, dass wenn ihr noch mehr One Piece Stuff haben wollt, doch bitte mal auf den Kanal Yonko Talk vorbeischauen solltet. Den verlinke ich euch in der Beschreibung. Wie gesagt, ich bin auch ein Teil von Yonko Talk und da reden ich, Recep und Raffi halt über verschiedenste One Piece Themen und das auch sehr, sehr ausführlich. Das heißt, wenn ihr noch mehr One Piece sehen wollt, geht auf den Kanal. Da könnt ihr euch auch noch einiges mehr geben und dann halt natürlich auch hier. Das war's zur Theorie. Nächsten Tag kommt dann wieder eine Theorie, diesmal über Marco, also freut euch da schon mal drauf. Die wird ein bisschen kürzer sein, aber die anderen Theorien danach werden wieder etwas länger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, like das Video, lasst einen Kommentar da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.